Herzlich willkommen zum Aftergame Talk, heute wieder präsentiert von Team Gold, Ihrem Partner für erfolgreiche Personal- und Unternehmensentwicklung in Bayreuth. Und mit dir, Raoul. Ja. Ich habe in der Radioreportage gesagt, dieses Spiel heute werden wir gewinnen, wenn wir sie unter 80 Punkte halten. Da sieht man, dass ich keine Ahnung von Basketball habe. Es ist uns nicht gelungen. Trotzdem haben wir dieses Spiel gewonnen und wie ich finde, extrem überzeugend. Wie kann man erklären, dass die Mannschaft offensiv heute hier derartig explodiert und 113 Punkte aufs Parkett legt? Wir haben den Ball sehr gut bewegt und ich glaube, dass das bei uns der Schlüssel ist. Wir sind ja grundsätzlich ein Team, das den Ball bewegen möchte. Dann braucht man natürlich auch einen Gegner dazu, der einem das erlaubt. Und das war heute der Fall. Also wir haben den Ball wirklich gut bewegt. Wir haben die Schwachpunkte, glaube ich, ganz gut ausgenutzt. Zu Beginn über Demon Inside attackiert, sie gezwungen, unterm Korb dicht zu machen und dann den Ball weiter bewegt, auf die andere Seite geschwungen und die Würfe von draußen gesucht. Und dass die dann halt auch fallen, ist, freie Würfe muss man trotzdem einmal treffen. Wir haben uns die freien Würfe rausgespielt, aber dass allein die beiden Point Guards 10 von 10 von der 3-Punkte-Linie ballern, das gelingt einem selbst ohne Gegenspieler nicht immer, aber daher gehört da sicherlich auch ein bisschen Glück dazu und dann spielt man sich in einen Rausch hinein und dann gelingt plötzlich alles. Und wir waren ja auch schon am anderen Ende dieses Rauschs, wenn ein Gegner plötzlich beginnt zu treffen und man selber wie gelähmt ist und nichts mehr reinbringt. Und heute waren wir auf der richtigen Seite. Über 40 Minuten, denke ich, war das eine sehr konzentrierte und mit ganz wenigen Aussetzern auch sehr souveräne Leistung. Ich habe jetzt mal das Scouting schnell rausgeholt, weil ich weiß, im dritten Viertel irgendwann habe ich mal drauf geschaut, die hatten da nur überhaupt 9 Drei-Punkte-Würfe genommen, die anderen. Weil ich dann so einen dummen Satz auch gesagt habe, wenn du 9 nimmst, kannst du ja keine 15 treffen, so wie wir zu dem Zeitpunkt. Zum Schluss waren es 14. Man hat ihnen aber auch gar keinen Freiraum gegeben. Die Verteidigung heute, obwohl es dann zum Schluss paar 80 waren, war in den ersten drei Vierteln auch extrem stark. Also unser Fokus lag darauf, ihnen die Würfe wegzunehmen. Wir haben von Beginn an gesagt, oder ich habe von Beginn an gesagt, dass ein Team ist, das sich erschießen kann. Wir haben ihnen ein bisschen von ihrem eigenen Gift gegeben heute. Aber dass die ballern können, haben sie gezeigt. Und wenn man da denen nicht auf dem Fuß steht, dann legen sie los. Und da ist mir dann oft lieber, dass sie einmal eine Penetration mehr setzen, einmal vielleicht unterm Korb mehr abschließen, aber ja, keinen Rhythmus von außen finden. Das ist dann auch eine Mannschaft, die dann die Freude am Spiel verliert. Wenn sie ihre Würfe nicht bekommen, dann sich in Einzelaktionen verstricken und dann auch ins offene Messer läuft. Und genau das ist passiert hatte. Bremerhavens Coach Arne Woltmann war richtig angefressen. Ja, ist ja verständlich. Also auf der anderen Seite, ich denke, dass sie nicht unbedingt in der Favoritenrolle waren, als sie hierher gekommen sind. Und da muss man auch einmal als Coach mit so einem Ergebnis leben. Ich glaube, dass Arne das ganz gut einordnen kann. Er wird das vielleicht jetzt auch nutzen, um seine Mannschaft nochmal aufzustacheln und zu motivieren für das letzte Spiel vor der Pause. Wie wir Coaches halt so sind. Ne? Wir nutzen diese Situationen, wenn es mal nicht so läuft, vielleicht die Mannschaft etwas aufzurütteln und manchmal hilft es. Ich wünsche es ihm natürlich, dass er einen guten Effekt hat damit. Letztes Spiel vor der Pause, bei uns sind es noch 2. Am Dienstag Klaipeda, dann in Göttingen 2 immer noch nach wie vor richtungsweisende Spiele. Ja, es ist eins wichtiger als das andere. Also zum einen, ich hoffe, dass jeder hier und jeder, der vielleicht dieses Interview sieht, sich dessen bewusst ist, wie wichtig dieses Spiel am Dienstag für uns ist. Wir haben uns jetzt in den letzten 3 Spielen die Chance erarbeitet und wirklich erarbeiten, erkämpft, in die Playoff-Ränge hineinzustoßen und vielleicht ein Wörtchen noch mitzureden, wenn es um die nächste Runde geht. Aber jetzt müssen wir uns draufsetzen und wir haben schon Heimspiel verloren und 2 Heimspiele sogar verloren und uns zwar jetzt ein Auswärtsspiel zurückgeholt, aber Neptunas unterm Strich wird das eines dieser Teams sein, das halt um die Playoffs fightet und das Heimspiel musst du gewinnen, Punkt aus Ende. Dass das nicht leicht ist, ist auch klar. Also das ist jetzt zwar von der Tabellensituation her für uns ein sogenannter Pflichtsieg, um noch mitzureden, aber wenn man sich den Kader von Neptunas anschaut, dann ist die Favoritenrolle schon woanders. Also wir werden da alles aufbieten müssen und ich hoffe, dass wir uns ein bisschen was aufgehoben haben von unserem Zielwasser, dass das am Dienstag endlich flutscht, dann kann das gelingen. Und dann haben wir natürlich noch in Göttingen. Göttingen ist eines der Cinderella-Teams bisher diese Saison. So Gießen und Göttingen sind die 2, die da im Moment overperformen, wie ich so gern sage, und in den Playoff-Rängen sind. Und umso wichtiger natürlich da für uns vielleicht sogar einen Auswärtssieg zu landen, um dann mit gutem Gewissen und mit einem guten Gefühl in die Fieber-Break zu gehen.
Fokus aber jetzt erstmal auf Dienstag, auf das Spiel gegen Neptunas Klaipeda und wir hoffen, dass gegen die Litauer wieder alle da sind, die heute da waren. Und mehr. Und mehr. Und dann sehen wir uns am Dienstag 20 Uhr gegen Neptunas. Bis dahin, schönen Abend noch. Danke, schönen Abend. Bis Dienstag.